möchte man gar nicht glauben, jetzt wo er so verzückt, verrückt ist. Aber was kümmert's dich? Wurdest du nicht gefeuert? Wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, aber warum, so Delta? Schnell geunfeuert, dass Tessitas sein Pedo-Schnurrbart aus der Visage fliegt. Bring mir meinen Kalita. Aber du hast es schon gespielt. Okay. Das Spiel meinte ich, mach mal, okay. Also ich weiß, dass viele Probleme haben seit dem großen Steam-Update. Ne? Also bei verschiedenen Games oder was Freundesliste angeht und so weiter und so weiter. Viele wurden halt rausgeschmissen, was Freundeskreis angeht und dies und das. Spielestände waren auf einmal weg. Und ja, schlag mich durch, ich weiß es nicht. Ne? Was mich halt heute ein bisschen enttäuscht, angeblich soll es bei Epic heute noch einen Spiele oder noch ein Spiel gratis geben. Aber irgendwie merke ich davon gar nichts. Ich habe Bad S was bekommen? Badass-Token. Habe ich fast voll? Okay. Nächstes ist ein Badass-Token. Gucken wir mal. Was? Wo denn? Ach, oben, die sind oben. Es war im Juli, als es mir die Items zerrissen hat. Okay, im Juli? Weiß ich gar nicht. Aber schon krass. Aber das hatte ich halt bei anderen Games auch, ne? Warframe. Ich weiß es nicht. Durch meine alte E-Mail-Adresse halt auch. Denkst, dann denk an Markus Munition. Nina, mach, dass du lebst weiter. Herzlich willkommen, Kunde! Ich kann dein Gehirn hören! Lebe wohl! Lebe wohl! Mach dir gut! Tschüssen! Oh, ich will die Waffen hier halt nicht verkaufen wegen der einen Quest. Willkommen, nicht dich heilen! Oh, ich muss aber, weil ich brauche den Lootplatz. Scheiße! Ah, ätzend. Komm wieder, dann stirbst du. Wir können das Kraftfeld abschalten, das den Weg zu... nun, zu mir versperrt, indem wir den Hauptenergiekern im Maschinenraum rausnehmen. Das wird die Hauptsysteme der Drakensburg durcheinander bringen. Ich sage dir heimlich, was zu tun ist und aktualisiere gegebenenfalls dein Echo. Aber der Bootsmann wird haufenweise Männer auf dich. Ich hab gedacht, der rennt jetzt voll gegen die Scheibe. Ah, wie gut das gewesen wäre. Zum Steuerpult für die Triebwerke und stell die Maschinen auf maximalen Schub. Mit der Waffe auch nicht, also mit der Pumpgun, die auch nicht zufrieden. Ich weiß, ich bin total wählerisch, was die Waffen angehen. Was geht da unten vor? Nichts, Liebling. Alles unter Kontrolle. Sehr gut, Kleiner. Findest du einen Weg zum Flussregler? Falls du weißt, was das ist. Klar weiß ich das. Kleinen Moment.
ist ein gelber Knopf. Drück ihn. Erledigt! Du weißt, was zu tun ist, Kammerjäger. Jetzt? Soll ich einfach warten, oder? Bin ich unsichtbar? Achso, ja, ich bin unsichtbar. Ich bin vom Gegner entkommen. So, jetzt müssen wir hier irgendwo irgendwas aktivieren. Aber wo? Hä? Da runterspringen? Auf jeden Fall eine Kiste. Rüstungssättigung erhöht! An Borderlands 3 geht das eigentlich. Verdammt! Was machst du mit meinem Schiff, Kammerjäger? Und warum hast du ihn nicht erledigt, meine Süße? Gut so, das war's. Jetzt musst du nur noch den Energiestabilisator freilegen. Ich verstehe das nicht, Liebling. Nein, wo bin ich denn jetzt? Aus eine Waffe haben. Kuriert alle Wehwehchen. Okay. Wieder eine Kiste. Lege Falle. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Finger weg, du Kammernervensäge! Schieß drauf, dann ist es gleich geschafft. Ja, ich mach's gleich. Warte. Warnung, Triebwerke des Schiffs auf kritischem Niveau, ihr Würmer! Was machst, ziehe ich dir das Gehirn zu den Ohren raus und tanze auf deinem Schädel mit Schuhen aus Säure. Und wie willst du diese Schuhe ankriegen? Ehrlich, du stößt Drohungen aus, ohne nachzudenken. Gut. Laptop. Triebwerkauswurfsequenz. Echt, weil ich bin immer noch nicht so der Fan von Laptops. Also für Leute, die wirklich viel unterwegs sind und auch in Hotels übernachten, ja. Aber ansonsten bin ich immer noch sehr guter Freund oder sehr großer Freund von Tower PCs halt, ne? Oh, jetzt konnte ich mal ganz in Ruhe nachlesen. Haupttriebwerk abgeworfen, schalte auf schrottigen Notbetrieb um. Nein! Mein schönes Triebwerk! Tschüss! Ja, ganz ruhig. Genau genommen war der letzte Schritt gar nicht nötig, aber ich wusste, es würde ihn ärgern. Und da dachte ich, warum nicht? Gut gemacht. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Ich muss die frische Beute sortieren. Geh wieder in den Kernsystemraum. Dort kümmern wir uns um das Kraftfeld des Bootsmannes. Am schnellsten geht's durch den Triebwerksschacht. Weil ich nächstes Jahr sehr oft pendeln werde. Ja, okay, wie gesagt, da kann ich das verstehen. Ne? Das hatte mein Neffe ja auch gehabt. Der hat sich dann immer einen Laptop geholt, weil er halt sehr viel unterwegs war. Jetzt das erste Mal ein Stand-PC. Hui. Den wir da zusammengestellt hatten und ja. Ich finde es halt immer schwierig, wenn da irgendwas kaputt ist, ne? Und da ist dann keine Garantie mehr drauf. Da muss man halt viel löten und machen und tun, ne? Und ist schwer dann auch da auf die Stelle Ersatz herzukriegen und sowas, ja.
Ja, deswegen hast du ja diese teilweise Softwarelösungen, ne? Dass das jetzt alles auf alle Kerne verteilt und so weiter. Aber das wird bald normal so, ne? Okay, du Insekt! Jetzt ist Schluss! Ich schicke meinen besten Mann! Der macht dich fertig! Er hat das nicht vorhin schon gemacht? Poopdeck, weil er alle den Arsch aufreißt. Kapiert? Kapiert? Na, Poopdeck! Süße, öffne die Tür! Weil er den Arsch aufreißt, versteht ihr? Poopdeck! Ha! Friedrich von Poopingham. Poopdeck! Nein! Ups! Ah, wie gut! Sorry. Sollte ich die auch offen lassen? Was ist los mit dir, mein Schatz? Poopdeck hat immer so von dir geschwärmt. Oh, ich weiß. Ja, das war mal ein Poopdeck. Jetzt hat er gepoopt. Aber richtig gepoopt. Wenn man es nicht brauchen kann, ich würde es nehmen hier. Ich brauche es zwar nur teilweise, aber... wegen den Zusätzenden. Ist eigentlich ein Level abgehabt oder sowas? Ja? Ich stimm's doch mit. Das ist cool. Macht man eigentlich die Schmetterschaden? Auf C, okay. Aha. Überall das Blut noch dran. Wie weit hat denn das gespritzt hier? Ist ja Wahnsinn. Aber ja, ich... gebt zu, ich bin auch gespannt. Hatte bisher auch immer nur Desktop, aber selbst der i7 auf dem Leppy hat 4K und 444 Hertz und ich konnte gar nicht dafür. Er hat mich angelächelt. Aber wie gesagt, wenn du viel pendelst, ne, ab nächsten Jahr oder ab jetzt diesen Jahr, dann kann ich das verstehen. Wir müssen nach oben. Wundervoll. Für eine Frau mit Knarre würde ich alles tun. Der ist draufgeschaut, hat auf uns geschossen? Das hört sich fast so an. Lass mich nicht ablecken, du darfst mich auch ablecken. Nein, wo schleudert's mich hin? Ah! Echt aufpassen, hier backt man sich teilweise fest. Das habe ich ja vorhin schon gehabt. Da hänge ich einfach in so einer beschissenen Schranktür drinne. Guck mal, der Letzte hat die Arschkante gezogen hier. Der muss draußen pennen. Im Dingens hier. Zahle. Dadurch.
Na, nicht wieder hoch, ob du doof bist. Oder? Axokaro, grüß dich. Gutes Neues auch hier. Der Lustpunk. So, der Glückstag oder was? Jetzt kommst du in den Kommandoraum. Will ich da überhaupt rein? Guck dir mal die ganzen. Oh, weißt du was? Ich will, dass du zu mir durchkommst. Du sollst meinen Stiefel spüren. Meinen echten, nicht den aus Säure. Denn mir ist jetzt klar, dass das unrealistisch wäre. Das Letzte, was du spürst, soll sein, wie dein kretziger Körper zermalmt wird. Ja, yeah, mein kretziger Körper. Was ist denn los? Ich habe dieses Gerät. Was wird ihr als nächstes tun? Zwei Roboterarme! Bist du immer noch da? Oh, yeah. Mini-Quest in der Hand! Du bist so irgendwie in den Gang rein, da gibt's guten Loot. Das war hier. Oh.